Es braucht Hitze, um sie herzustellen. Sie treten nur in Gruppen von 10 oder 15 auf und sind eiskalt, bis sie getrennt werden. Dann zeigen sie binnen 5 bis 8 Minuten ihren goldbraunen Charakter. Und alle haben sie einen edlen Kern. Oh, Fischstäbchen, wie hätten wir ohne dich unsere Kinder, Tim und Florian, so groß bekommen, wie sie sind. Und endlich wirst du gewürdigt. Ab heute zeigt das Deutsche Schifffahrtsmuseum, was alles in dir steckt. Kabeljau, Seelachs und Alaska-Seelachs. So klingt die wissenschaftliche Würdigung. Obwohl das Fischstäbchen industriell verarbeitet wird, ist es ein Fischereiprodukt, das im Lebensraum Meer gefangen wird, das natürlich aufwächst, das nicht gezüchtet wird. Und insofern hier auch ein sehr hochwertiges Lebensmittel aus einem natürlichen Ursprung benutzt wird. 20 Fischstäbchen a 19,5 Gramm Filet verzehrt jeder Deutsche pro Jahr. Die panierten kleinen Quader in Europa kommen dabei zum Großteil aus Bremerhavener Betrieben. Produziert wird nach festgelegten Vorgaben. Dabei werden ausschließlich natürliche Zutaten verwendet. Weil es ist nicht, sag ich mal, die Rumkugel, wenn man die Rumkugel so begreift, dass man einmal den Laden ausfegt und die Reste zusammenpackt, sondern es ist wirklich, direkt ganz fangfrisch tiefgefrorene Filet, was man dann in solche Frostrahmen bringt, wo man dann einfach nur durch Sägetechnik und keine weiteren Veränderungen dieses Fischstäbchen, das hochwertige Produkt, rausbekommt. Schiffe wie die Bremen wurden eigens gebaut, um den Frischfisch möglichst schnell in Tiefkühlblöcke a 7,48 Kilogramm Gewicht zu verwandeln. Gesägt, nasspaniert, trockenpaniert, vorgebraten, gefrostet, verpackt. Das ist der Weg der Stäbchen, bevor sie in die heimische Kühlung gelangen. Ende der 50er Jahre begann der Werbefeldzug für das Fischstäbchen. Die Hausfrau wollte überzeugt werden. Der Boom begann. Also am Anfang muss man sagen, ging die Werbung vor allen Dingen in die Richtung, tiefgekühlte Lebensmittel zu erklären und überhaupt dem Verbraucher diese gekühlten und zu Hause wieder nur aufzutauen und beziehungsweise produzierenden Produkte bekannt zu machen. Das Fischstäbchen an sich ist von seiner ganzen Portionierbarkeit, von seiner Größe her ein Lebensmittel, das natürlich gerade für Kinder ideal ist. Die Werbung schwenkte um und konzentrierte sich fortan auf die Kleinen. 1967 wurde Captain Igloo erfunden. Diese Figur, die ist unheimlich gut angekommen, diese Opa-Figur, gerade bei jungen Menschen. Irgendwann in den 80ern, glaube ich, war das in Frage gestellt. Und dann hat man nämlich mal versucht, einen Menschen, so einen Jungen irgendwie schicken, so einen Steward irgendwie, Captain Igloo. Und der kam irgendwie überhaupt nicht an. Und dann ist man natürlich wieder auf den weißbärtigen, älteren Seebären sozusagen zurückgekommen. Captain Igloo, eine der erfolgreichsten Werbefiguren der Nachkriegszeit. Und auch das lernt man im Museum, auch die DDR hatte Fischstäbchen, allerdings nur aus gewürzter Fischmasse. Die hätten zumindest einem unserer Jungs auch geschmeckt. Florian verwandelt die Panadefilets regelmäßig in etwas Ähnliches wie gewürzte Fischmasse. Dafür kommt dieses Gericht dann bei ihm aber auch gleich hinter Pommes und Spaghetti mit Tomatensoße.